Die Bilder vom vergangenen Samstag sprechen Bände. Die Österreicher haben genug vom schwarz-grünen Corona-Wahnsinn. Tausende Menschen haben gemeinsam ein lautes und starkes Zeichen für die Freiheit und Grundrechte gesetzt. Doch Kurz und Co. befinden sich nach wie vor in einem Machtrausch und denken gar nicht daran, den Österreichern wieder ihre echte Normalität zurückzugeben. Ganz im Gegenteil, die Novelle des Epidemiegesetzes und Covid-19-Maßnahmengesetzes steckt voller weiterer Verschärfungen und Einschränkungen. Unsere Grund- und Freiheitsrechte werden massiv mit Füßen getreten. Ein Treffen von 4 Personen aus 2 Haushalten gilt künftig bereits als eine anzeige- und genehmigungspflichtige Veranstaltung. FPÖ-Obmann Norbert Hofer sagt vollkommen zu Recht, 4 Personen als Veranstaltung zu titulieren, ist lebensfremd und reine Schikane. Und meint weiter: Also das ist eine Regelung, die derartig weltfremd und unsinnig ist und dann auch mit solchen Strafen bedroht wird, dass ich mich frage, wohin die Reise in dieser Republik noch gehen wird. Eine Frage, die sich auch viele Österreicher stellen, die nicht länger an der kurzen Leine gehalten werden wollen. Der Protest wird immer deutlicher. Über 30.000 Stellungnahmen, so viel wie noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik, sind zur geplanten Novelle eingegangen. Doch offenbar findet die schwarz-grüne Regierung immer mehr Gefallen daran, die Bürger zu drangsalieren und zu bestrafen. Beinahe täglich liest man in den Medien von total absurden Corona-Strafen. In Niederösterreich sollen nun 4 Jugendliche jeweils 500 Euro Strafe bezahlen, weil sie sich am Abend auf einer Wiese getroffen haben, um gemeinsam zu plaudern und Musik zu hören. Obwohl sie dabei den Sicherheitsabstand eingehalten und auch niemanden mit der Musik gestört haben, wird es nun teuer, weil das Treffen nach 21 Uhr und damit in der Zeit der Ausgangssperre stattgefunden hat. Kurz, Anschober und Co. brauchen sich wirklich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen von einer schwarz-grünen Corona-Diktatur sprechen. Oder wie soll man diesen Zustand in unserem Land sonst nennen?